Einen wunderschönen Willkommen zu einem Angefuchst. Und zwar, willkommen zu, ja, wie spricht man es aus? AIR oder R? Oder wie möchte man es nennen? Keine Ahnung. Es ist von Dedic Entertainment vertrieben. Entwickelt weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe jetzt die Liste nicht vor mir. Aber zumindest ist vertrieben. Ich habe darauf schon seit geraumer Zeit ein Auge geworfen, weil ich natürlich wieder mal von dem Artstyle angezogen wurde. Und ich bin gespannt, wie es mit der Story und dem Gameplay einhergehen wird. Sieht ja schon recht ansehnlich aus. Und ich möchte auch gar nicht lange hier drin verweilen. Ich habe ein paar Einstellungen vorgenommen. Ich habe es noch nicht angespielt. Es gab ja schon mal die Frage, ob es ein Running Gag ist, dass ich immer meine Audio-Einstellung mache. Großteils der Spiele spiele ich wirklich mit der Aufnahme sofort. Also, dass ich dann bis auf die Grafikeinstellung, die ich vielleicht vorher vornehme, wenn es möglich ist, halt alles komplett aufnehme. Neues Spiel. Ich bin gespannt. Auk, hör mir zu, ich weiß, dass du dich umsehen möchtest, aber die Pilgerreise ist für das Himmelsvolk von großer Bedeutung. Wie du weißt, sah das Land vor dem großen Zerfall anders aus als jetzt. Statt der Himmelsinseln war das Land eins und die Ahnen bewohnten die Welt. Sie errichteten große Bauwerke und hingen drei Tempel hier im Land der Götter. Deine Reise wird dich zu allen dreien von ihnen führen. Etwas änderte sich jedoch. Die Ahnen führten den Zerfall herbei. Das Land zerbrach und hinterließ uns die Himmelsinseln. Die Priesterin Kara betete am Leuchtturm und fand Antworten, die unserem Volk dabei halfen, die große Katastrophe zu überleben. Die erste Station eines jeden Pilgers ist Karas Schrein. Also los, Aug, geh schon. Ich werde hier draußen auf dich warten. Oh, das ist viel zu laut. Nicht so schlimm. Okay, das ist also Aug. Oder Aug? Auf alle Fälle war es gerade etwas laut. Deswegen der Running Gag wieder schlechthin. Wir werden mal die Audioeinstellung ein bisschen runterdrehen. Das war vielleicht auch die Musik. Ich weiß es nicht. So, weil das Hintergrundrauschen war das Einzige, was man hörte, was man jetzt auch hört. Dieses, ne, dieses Windrauschen. Wir schauen einfach mal. Ich habe also... Das ist das, was es soll. Okay. Jetzt bin ich verwirrt. Okay. Wir sehen also die Maus die ganze Zeit. Oder ist das jetzt so nur eine Art Bug? Achso, dann gibt es noch eine Einstellung. Mal gucken, wie die sich auswirkt. Ich konnte damit jetzt noch nicht so viel anfangen, diese Sensibilität. Ich denke mal, das wird bloß die Geschwindigkeit sein, wie jetzt der Mauscursor, ne, hier reagiert. Ja, mehr ist es nicht. Okay, dann schauen wir uns mal um. Space springen, okay. Ah, warum machen die das dann nicht komplett mit der Maus? Ich kann mit der Shift-Taste, sehe ich gerade, uiuiui. Mit der Shift-Taste kann ich hier die Kamera zentrieren. Also nicht wundern, wenn es so ruckelig ist hier, ne? Also so huck. Aber schön sieht's aus. Das sieht aus wie ein Pferd hier, so ein Pegasus. Pegasus, nicht Pegasus. Was ist das hier? Lesen. Diese Tafel ist verwittert. Ein Teil des Texts ist unleserlich. Im Land der Götter gab es drei von ihnen. In drei Häusern. Schlummern unter ewigem Firmament. Ich nehme mal an, dass ich hier oben lang muss. Wobei, ich könnte auch die Schräge runter. Ich weiß gar nicht. Ich probiere es einfach mal. Da ist noch eine Tafel. Die Erinnerung an das Licht in unseren Herzen erstrahlt mit Karas Namen. Ihre Laterne führte und beschützte uns, als die Welt zerfiel und wir zum Himmelsvolk wurden. Wahrscheinlich ist das auch eher eine Sache für einen Controller, würde ich mal behaupten, oder? Und nicht jetzt zwingend für eine... Wartet mal, ist das vielleicht so eher was für einen Controller?
Ist der hier angeschlossen? Ich glaube nicht, ne? Alles so diese Live-Tests. Oh doch, der geht. Der geht. Ui. Okay, das ist das. Ah, ich glaube, das ist weitaus besser. Also, Controllersteuerung. Wobei die Kamerafahrt, wartet mal, die Kamerafahrt ein bisschen langsam ist. Kamera im Flug neigen? Nee, nee. Ich drehe das mal hier kurz ein Stückchen nach oben. So. Und wahrscheinlich das hier dann auch. Das wird das Drehen sein, wie schnell das funktioniert. Auch hier. Und gucken wir mal. Ja, geht besser. So. Achso, was war denn da hinten? Und mit der Taste kann ich auch zentrieren. Okay. Hui. Nee, von da habe ich die. Von da habe ich doch gekommen. Ah, hier ist der Pegasus, den wir gesehen haben. Oder eher ein Fuchs. Was macht ihr so? Das ist der Pilz. Ach so. Huch, Alter. Okay, also als Empfehlung schon mal, spielt's mit einem Controller, wenn ihr die Möglichkeit habt. Es ist um Längen besser. So, falls wir hier runterfallen, könnten wir hier nochmal nach oben. Und schöne Musik. Sphärisch. Betritt die Halle der Erinnerung, in der Karas Lichter strahlt. Solange sie lebte, erlosch es nie. Frag, und vielleicht wird sein Schein dir antworten. Okay, ist die gleiche Taste wie das Springen. Finde ich sehr interessant. Wow. Wo sind wir denn jetzt? Was ist das? Geht jetzt hier alles kaputt? Muss ich mich beeilen? Ach, guck mal, das sind alles... Ich glaube, ich muss da hinten raus, oder? Oder hier lang? Nee, ich muss da hinten raus. Ich muss allgemein raus. Schnell, 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 schnell. Oh, ging das da... Das geht hier kaputt. Wow. Wow. Was soll ich tun? Ich kann nur runter. Überlebe ich das runter? Ja, ich überlebe das runter. Okay. Das fällt doch auch ein. Hinter uns. Ein reißender Fluss. Oh mein Gott. Was passiert denn hier? Hilfe. Nee, nicht Hilfe. Hoffentlich brennen diese Laternen lang genug, um dem jungen Pilger den Weg zu weisen. Was soll ich hier machen? Aha. Aha, ich muss den Laternen folgen. Okay. Und es ist so laut. Zumindest laut dem Pegel ist es so laut. Auf den Ohren ist es nicht so laut. Aber auf dem Pegel ist es so laut. Schnell, 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 schnell. Was ist das? Mhm. Erfolg freigeschaltet. Mhm. Light at the end of the tunnel. Escape the collapsing cave. Okay, wir haben es geschafft. So weit, so gut.
Hier sind überall Symbole. Oh, wer bist du? Aug, bist du unversehrt? Den Göttern sei Dank geht es dir gut. Was ist da drin geschehen, als die Höhle einstürzte, ging ich vom Schlimmsten aus. Ist das die Laterne? Sonderbar. Diese Laterne ist ein antikes Artefakt namens Karas Licht. Aus irgendeinem Grund leuchtet sie für dich. Das ist das erste Mal seit Generationen. Bewahre sie gut auf. Ich werde hier bleiben und mich im Schrein umsehen. Der ist doch gar nicht mehr da, der Schrein. In der Zwischenzeit solltest du deine Pilgerreise fortsetzen. In der Nähe des Leuchtturms gibt es ein Dorf. Folge einfach den Papierdrachen. Rede mit Daina, sobald du angekommen bist. Sie wird dir den Weg weisen. Beim Springen verwandeln. Okay. Wow. Mit den Flügeln schlagen. Oh, ist das schön. Ah. Nach links und rechts neigen. Mhm. Okay. Oh, das ist schön gemacht. Freie Kamera, okay. Oh, das ist wirklich schön gemacht. Wie kann ich... Ich sollte vielleicht mich nur zurückverwandeln. So, ne? Wow. Was ist das hier? Oh, guck mal, die ganzen kleinen Piepmätze. Ist das schön. Aber hier ist nichts weiter. Ah, und damit kann ich die Lampe mal rausholen, weil ich mit der Lampe die... Wow. Okay, deswegen haben sie das eingebaut, da, dass man jederzeit sich verwandeln kann. Wow. Aua, 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 sowas von. Und die Musik, oh, sehr schön. Oh, guck mal, wie weitblickig das ist. Was ist das hier eigentlich? Eine Wolke. Das geht ja richtig... Oh, ist das schön. Wow. Ich glaube, ich muss wieder nach oben, oder? Ach, guck mal, hier gibt es ja Wasser... Die Siedlung. Wo bin ich denn jetzt eigentlich? Wo komme ich eigentlich her? Wo komme ich her? Warte mal, hier können wir... Was ist das? Kehre um, Johal. Dieser Weg ist nicht für dich bestimmt. Wir lassen uns die Geschichte hier in den einzelnen Geisterphasen hier erklären, hä? Hui! Oh, oh, oh. Oh, was ist das? Ich bin Johal von den südlichen Inseln und dies ist der erste Teil der Geschichte meines Volkes. Unsere Heimat nahe der Stadt Ursa ist nicht mehr. Die Welt ist zerfallen. Ich fürchte, dass dies mit dem Ende des großen Kriegs gegen On zusammenhängt. Ich versammelte die Überlebenden um mich, die auf den im Himmel treibenden Insel rasteten. Zerbrochene Steine halfen mir, zum Land der Götter zu segeln. Dort erhoffe ich mir Antworten. Ich rief die Tiergeister an, aber weiß nicht, ob sie mich erhört haben. Bevor ich ging, sah ich einen kranken Baum, der vom schwarzen Stein umhüllt war. Ich muss die anderen Clans warnen. Okay... Aber cool gemacht. Das Problem ist, ich weiß jetzt nicht mehr, wo ich herkam. Ich habe mich voll komplett verlaufen. Aber wir werden mal... Ich glaube, von da drüben kamen wir her, ne? Ja, ja. Aber warte mal, hier ist der Drache. Wow. Cool. Achso, ich darf nicht vergessen, es gibt ja so eine Taste, um den Blick wieder zurückzusetzen. Vorsichtig. Kann man irgendwie auch abbremsen?
weiß nicht. Geht das? Ach, hier gibt's sogar eine Karte. Ich gehe kaputt. Wow. Aber haarscharf gerade eben. So, können wir hier irgendwas machen? Oder ist das nur... Das ist nur optisch, ne? Ja, ist nur optisch. Ich soll ja den Drachen folgen, hat er gesagt gehabt. Ah, und wenn wir nach... Ah, okay. Warte mal. Und nach unten. Ah, das sieht so schön aus. Guck mal, da ist noch ein Drache. Und eine dicke, boah, fette Megawolke. Von dort sind wir gekommen, genau. Ich guck mal bloß, ob wir hier irgendwas finden. Die ist schön stimmig, die Musik. Oh, warte mal, hier können wir... Boah. Am besten, wir schlagen unser Lager wieder beim Leuchtturm auf. Jetzt, wo unser Kind heranwächst, brauchen wir eine größere Insel, John. Okay. Das heißt, jede Insel ist eine Art Zuhause. Kann man das so sagen? Guck mal, hier ist ein Brunnen. Ah, leider verschüttet. Oh, schade. Wir gucken uns das mal da hinten an. Wobei, da waren wir schon. Aber hier sind wieder Wolken. Guck mal. Wuh. Cool. Wo sind wir jetzt? Wo sind wir? Da. Warte mal, da ist dieser Stein, ne? Oder? Wir werden mal da drüber. Kann man hier irgendwo hin? Nee, schade. Ah, guck mal, hier sind andere Leute. Hey. Hallo und willkommen, Auk. Woher kam dieser Lärm? Was? Geht es dir gut? Ich bin übrigens John. Ah, Daina und ich kümmern uns um den Leuchtturm hier auf der Insel. Wir passen auf, dass im Land der Götter alles mit rechten Dingen zugeht. Keine leichte Aufgabe, wenn man all die seltsamen alten Ruinen und Wunder bedenkt. Seit Erin geboren wurde, fehlt mir die Zeit, sie zu besuchen. Aber es macht nichts. Ich glaube, sie ist abenteuerlustig und das erfüllt ihren Vater mit Stolz. Wenn du Zeit hast, würde ich dir einen Besuch der Windsangfälle empfehlen. Als die Welt noch eins war, kämmte ein Wassergeist ihr wunderschönes Haar am Bach dort. Der Wind sang zu ihr, bis ihr Haar hinunterließ und es sich mit den Wolken mischte. Ein Regenbogen war geboren. Nicht, dass ich dort jemals einen gesehen hätte, aber es ist eine nette Geschichte. Dieser Ort befindet sich nördlich von hier, hinter den Wolken. Geht es dir gut, Auk? Dein Name ist Auk, richtig? Wir haben es von Karas Schrein hergrollen gehört. Ich bin froh, dass du dem entkommen konntest. Ich heiße Daina, willkommen. Wir haben schon lange keinen Pilger mehr gesehen. Dein Mentor Medwin war der letzte von ihnen. Meine Eltern haben ihnen damals geholfen. Ich, John und unsere Tochter Erin werden nun dir zur Seite stehen. Solltest du jemals nicht mehr weiter wissen, kehre hierher zurück und rede mit uns. Schließlich sind wir hier, um dir zu helfen. Die Reise eines jeden Pilgers führt zu den drei Tempeln im Land der Götter. Kara hat sie vor langer Zeit versiegelt, gleich nach dem großen Zerfall. In der Nähe eines jeden Tempels befindet sich ein Siegel. Dort versammeln wir uns, um den Geistern unseren Respekt zu zollen. Dies solltest du ebenfalls tun. Heilige Worte offenbaren sich denjenigen, die ihnen offen gegenübertreten. Das Heiligtum der Dämmerung liegt am nächsten, nordwestlich von hier. Okay, und? Auk, Auk, das ist dein Name, habe ich recht? Was ist passiert? Hast du Geister gesehen oder Tiergeister? Schätze? Geheimnisse? Ich würde so gern auf Entdeckungsreise gehen. Es ist nicht fair, dass ich hier auf dieser Insel festsetze. Manchmal gehe ich auf Abenteuerreise mit meinen Eltern, aber das zählt auch als Abenteuer. Einmal waren wir an einem super tollen Ort hoch im Norden, ziemlich verschneit. Mit einer riesigen Statue. Sie ist ein wenig kaputt, aber trotzdem cool. Und ich heiße Erin, nur damit du es weißt. Okay. Schön haben sie es hier. Guck mal, hier hinten ist was angemalt. Das sind die Tiergeister, schaut mal. Zumindest zwei von den Tiergeistern.
Ach, guck mal, hier ist ein Boot. Das sehe ich ja jetzt zuerst. So ein Fliegeboot, hä? Können wir hier rein? Ja, bestimmt schon, aber wir können damit nicht weg. So, jetzt muss ich mal auf die Karte gucken. Wurde irgendwas markiert? Nein. Hier soll ja irgendwo ein Wasserfall sein. Und hier oben ist eine Ruine. Und da unten ist ein Durchgang. Ui. Ich wollte doch den Regenbogen sehen. Den schönen, schönen Regenbogen. Es ist ein bisschen was Größeres hier. Das lädt und lädt und lädt und lädt. Oh. Oh, schön. Entdeckt. Pilgerstube. Oh, hier kann man ganz viele... Okay, ups. Ja. Ich kann das nicht lesen. Die Sprache, in der es verfasst wurde, ist mir fremd. Und überhaupt ist vieles davon zerfallen und unleserlich. Vielleicht weiß Medwin, wie es sich entziffern lässt. Okay, das wird hier mit allen so sein. Ich verstehe. Das hier aber nicht, oder? Doch, auch. Schade. Oh, oh süß. Hier kommen sogar Fischis raus. Oh. Und hier geht's wieder raus, ne? Jawohl. Mal gucken, wie lange er jetzt lädt. Also für diese kleine Sache hat er ganz schön viel geladen, würde ich mal sagen. Na, und? Plump. Und wo kommen wir raus? Ich muss mal auf der Karte... Ah, okay. Das ist also kein geheimer Durchgang, in der... Oh. Was? Oh, guck mal, die haben mich lieb. Get some Lombardy love. Oh, nicht wegrennen. Nicht wegrennen. Oh. Oh, guck mal, die kommen jetzt hinter mir her. Oh, ist das süß. Oh. Ist das süß. Guck mal. Guck mal. Oh, und davon sind ganz viele hier. Und die kleinen Wolken. Oh, ist das toll. Ich spring mit. Yeah. Na, wo sind die Kleinen? Ah, die rennen immer noch hinterher. Sehr gut. Sehr, sehr schön. So, und wir sollen irgendwo... Irgendwo soll ein Wasserfall sein, richtig? Die kommen doch wieder, wenn wir... Ach so, die haben sich schon wieder was Neues gesucht. Ah, schade. Und runter mit uns. Habe ich schon erwähnt, dass die Musik richtig schön ist? So, und irgendwo unten. Da hinten sind... Da ist ein Wasserfall. Guck mal da. Und hier auch. Aber hier gibt es keinen... Ne. Ich glaube da drüben. Warte mal. Dieser riesige da. Nee. Sehr schön. Na, komm. Nicht auf halbem Wege. Hui. Jawohl. Und dann wird's wieder stille. Das Instrument, was dann immer verstärkter spielt, ist ein Banjo, ne? Und wo kommt der andere Wasserfall jetzt raus? Da drüben, ne? Nee. Wo geht denn der andere jetzt lang? Guck mal, wir können jetzt auch so sturzfliegen.
Warum gibt's die Möglichkeit? Was passiert denn, wenn wir zu tief fliegen? Oh. Ah. Wenn wir zu tief fliegen, ist vorbei. Ich verstehe. Wir fliegen mal hier durch die dicke Wolkenwand. Ich glaube, die ist extra dazu da, damit man bestimmte Sachen verbergen kann. Guck. Oh. Ach so, ich dachte. Da war eine Tafel zum Lesen. Ui. Und manchmal ist es ein bisschen verwirrend. Oh, da. Oh, ich habe was entdeckt. Guck mal, was da ist. Da ist was. Ich gucke erstmal hier. Am Anfang war die Träumerin. Ruhend in der kalten Ewigkeit erträumte sie all das, was ist. Sie träumte einen Schleier und hinter den Schleier träumte sie den Schöpfer und die Welt aus Heimweh erschaffen. Der Schöpfer tanzte hinaus in die Welt und dort raunte er die Wolken und sang Sonne und Mond ins Diesseits. Als er inmitten der Wolken tanzte, tat er 4 Schritte und erschuf so den Norden, Westen, Süden und Osten. Dann erschuf er die Berge und füllte die Meere mit dem Wasser der Wolken. Und aus der Erde und dem Wasser erschuf er die Tiere, sodass Land und Meer lebendig waren. Aus Sternen, Staub und Ewigkeit erschuf er die Götter, sodass sie das Land bewohnen und die Welt beschützen würden. Und du bist auch eins. Hallo? Was ist denn hier passiert? Das sieht nicht gut aus. Das sieht definitiv nicht gut aus. Du bist tot. Okay. Okay. Oder nicht okay. So, wir fliegen gerade zurück. Aber warum ist das Tier tot gewesen? Warte mal, Moment. Kann ich abbrechen? Nee. Die sind jetzt nicht in Reihenfolge, so wie es aussieht. Teil 3 lesen, genau. Ah, da sind noch mehr Tiere da drüben. Mein Name ist Aram und ich war Zeuge des großen Zerfalls. Mein Jüngstes war krank und ich bat die Tiergeister um Hilfe. Als ich am Schrein von Eloki betete, durchschnitt ein schrecklich heller Schein den Himmel und das Land erzitterte und schrie. Vor Schreck flog ich davon und beobachtete mit Adleraugen, wie das Land in Stücke zerbrach und zu Staub zerfiel. Nur ein Ort erschien mir still. Dorthin flog ich und ließ mich angsterfüllt nieder. Das war der Leuchtturm. Da müssen wir noch hin zum Leuchtturm, ne? Da waren wir eigentlich noch nicht. Oder doch? Guck mal, da ist die Statuette. Mehrere. Der Leuchtturm war von einem goldenen Schein umgeben, der mich wärmte und beruhigte. Ich sah die Priesterin Kara weinend an mir vorübergehen. Sie trug einen der Laternenschlüssel, so wie sie ihn in der Stadt Ursa fertigen, aber die Laterne war tot. Kara war es, die schimmerte, aber vor meinen Augen begann sie zu schwinden. Sie stieg den Leuchtturm hinab und ich sah, dass sich etliche Tiergeister um den Turm versammelt hatten, um ihr zuzusehen. Als Kara vor sie trat, neigten sie ihre Häupter und ließen sie dann wie einen wortlosen Befehl folgend allein zurück. Dann sah Kara mich an und sagte, »Du bist Aram, ich kenne dich und wir haben etwas zu besprechen.« Ich fand meine Stimme und fragte, »Was ist mit der Welt geschehen, Kara?« Einen Moment lang blieb sie still, dann sagte sie, »Eine große Gefahr ist an uns vorübergegangen, zugleich jedoch auch ein großes Licht.« Es ist an der Zeit, dass wir uns alle zusammenfinden, damit wir wieder in Einklang mit der Welt leben können. Seit dieser Zeit fliege ich von einer zerbrochenen Insel zur nächsten, um den Vermissten von einer neuen Heimat zu berichten. Dorthin, wo wir unsere Wunden heilen können, wo mein Jüngstes sich erholen kann. Okay. Das heißt, wir müssen den Leuchtturm finden. Der Gülden leuchtet. Die Frage ist, wo ist der?
Das ist er nicht. Dann lass uns mal ein bisschen umschauen. Wow. Okay. Lieflersheim. Was ist das? Wow. Und andere Musik. Vielleicht sollten wir mal gucken. Der Leuchtturm wird doch wahrscheinlich eher so in der Mitte sein, oder? Oder nicht? Warte mal, ich werde mal Richtung Westen fliegen. Da hinten leuchtet was. Dieses Blaue dort, seht ihr das? Ja, ach, das ist ja auch noch was Blaues. Windsangfälle. Da scheint der Leuchtturm... Nee, ist nicht der Leuchtturm. Das ist nicht der Leuchtturm. Wir gehen mal in die Richtung hier. Also ich finde es eine sehr, sehr schöne Art und Weise, hier ja, die Gegend zu... Zwielichtsee. Die Gegend zu erkunden. Vor allem, weil alles am Anfang begehbar ist, ja. Das heißt, wir können uns alles vorher ansehen, aber nur sukzessive durch Erkunden und durch Lesen und die ganzen Geheimnisse und vielleicht auch den weiteren Werdegang hier in Erfahrung bringen. Oh, hier sowas zum Beispiel. Hui, Entschuldigung. Sowas hier zum Beispiel. Wobei, hier ist nichts weiter. So, wir sind jetzt Richtung Osten. Aber da ist doch ein Leuchtturm. Ist das der Leuchtturm? Aber so richtig Leuchtturm ist er nicht, ne? Oder er gilt bloß als Leuchtturm. Warte mal, wo können wir... Wir könnten noch in die Richtung, aber ich glaube, da wird nur Leere sein. Da ist Leere, okay. Und dann kommen wir am Zwielichtsee raus. Also dort, wo wir zuletzt irgendwo drüber geflogen sind. Ich verstehe. Die Frage ist, wo ist der Leuchtturm? Ach, guck mal, das geht ja hier noch ein bisschen... Und... Wusch. Ui. Gibt es hier irgendwas? Nein. Dann machen wir noch einen kleinen Ausflug. Was ist das? Warum ist das hier so groß, das Teil? Sehen wir da irgendwas? Vielleicht irgendwas versteckt in den Wolken? Ja, scheint leider nicht der Fall zu sein. Wir fliegen mal hier weiter. Bam, 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 bam. Oh, was ist das hier? Was ist das? Der Schrein des Schöpfers. Okay. Ist das riesig? Aber ich komme hier nicht hin. Ah, warte mal, hier ist was. Oder auch nicht. Aha.
Hier können wir noch nichts tun. Und hier sind viele, viele, viele dieser Spitzen. Aber das ist nicht so, also nicht so stark mit Inseln durchsetzt. Es ist mehr zerklüftet alles hier. Was haben wir denn da? Ich suche ja... Das ist die östliche Treppe, okay. Ich suche ja immer noch den Leuchtturm. Aber vielleicht bin ich schon tausendmal vorbeigeflogen. Oh, guck mal, das da sieht cool aus. Gespaltener Berg. Hier gibt es bestimmt tausende Sachen zu entdecken noch. Und wenn nicht tausend, dann hundert. Immer noch mehr als null. Also ich finde es wirklich sehr, sehr, sehr schön umgesetzt. Und es wird kalt. Es wird immer kälter. Guck mal. Was ist das da für eine Kugel? Heulende Gipfel. Und es wird immer, immer kälter und immer diesiger. Ich versuche mal, die Karte hier noch komplett abzufliegen. Ja, falsche Richtung da lang. Oh, man sieht gar nichts mehr. Das ist der reinste Blindflug gerade. Da ist noch eine Spitze. Da könnten wir uns noch ein bisschen orientieren. Das Dach der Welt. Okay. Wow. Okay, hier müssen wir scheinbar durch. Schaut mal. Das können wir aber jetzt denn nicht. Okay. Können wir irgendwie auf der Karte? Nee, können wir nicht, ne? Oh, ist das cool gemacht. Frage ist, wo müssen wir hin? Wir haben jetzt, wir müssten jetzt hier direkt nach Süden. Heulende Gipfel. Dann müssten wir hier theoretisch noch diesen ganzen Bereich da aufdecken. Und da unten ist auch noch einer. Aber wo ist der Leuchtturm? Ist der Leuchtturm das, was wir da unten haben? Wo John und, wie hieß sie? Ich habe den Namen schon wieder vergessen. Vielleicht war das das. Auf alle Fälle ist es hier sehr kalt und unwirtlich. Was ist das denn? Knochen? Königspass. Oh, interessante Farbstimmung hier. Okay, hier waren wir schon. Wir fliegen mal jetzt hier komplett wieder zurück. Dieser Leuchtturm, der interessiert mich. Und was sind das hier für... Ach, das sind Dinge zum Lesen ansehen. Also markierte oder hervorgehobene Orte. Mhm. Ich finde es schön, dass man hier bei dem Spiel nicht bei der... oder nicht bei, sondern an die Hand genommen wird. Sondern, dass man das hier selber herausfinden muss, wie was hier funktioniert und abläuft. So, jetzt sind wir wieder da, ne? Aber wo ist der Leuchtturm? Bam 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 bam. Ich glaube, wir sollten uns hier noch mit den Leuten unterhalten. Hui, ja, ja, ja. Vorsicht. Jetzt bin ich gespannt. Schaffen wir's? Schaffen wir's? Schaffen wir's? Schaffen wir's?
Nein, wir schaffen es nicht. Und jetzt schaffen wir es aber. Komm. Aber warte mal, ich sehe es gerade. Hat man hier eine Möglichkeit? Nee, nee, das ist nur ein Turm. Oder sowas ähnliches. Aber da unten hätten wir vielleicht was. Das muss der Leuchtturm sein. Anscheinend erfüllt er gerade keinen Zweck. Ich sollte später nochmal vorbeischauen. Okay. Okay, dann wissen wir schon mal, wo der Leuchtturm ist. Und jetzt sollten wir doch bestimmt irgendwo zu irgendeinem Ort hin. Theoretisch. So, wo sind denn unsere... die Leute, die uns helfen? Da drüben, da wo der Qualm rauskommt. Na, jetzt bin ich einmal gespannt. Hey. Hallo, Auk. Ich habe Medwin an Karas Schrein besucht, um mir selbst ein Bild der Lara zu machen. Ich teile seine Sorge, aber ich möchte dich etwas anderes fragen. Bist du auf Geister gestoßen? Mir sind leuchtende Zeichen und seltsame Luftverzerrungen aufgefallen. Fast wie kleine Glühwürmchen, aber es waren keine Insekten. Ich glaube, sie sind, was man Erinnerung der Vergangenheit nennt. Man sagt, dass das Licht der Laterne ihre Geheimnisse entschlüsseln kann. Sie wurden in einem alten Märchen erwähnt, das ich Aaron einmal vorgelesen habe. Vielleicht können sie dir etwas Wichtiges verraten. Oh, soll ich dich nochmal an die nächste Station deiner Pilgerreise erinnern? Das Heiligtum der Dämmerung liegt am nächsten, nordwestlich von hier. Du wirst sehen, eines Tages gehe ich auch von dieser Insel fort. Ich werde Abenteuer erleben, genau wie du, und Dinge entdecken, von denen niemals irgendjemand wusste. Und ich werde noch mehr Statuen und Ruinen besuchen. Ich wünschte, ich wäre auch ein Vogelwandler. Dann könnte ich fliegen, wohin ich wollte. Okay. Jo. Wenn ich könnte, würde ich dich zu den Windsangfällen begleiten. Ein wundervolles Plätzchen und nördlich von hier gelegen, gleich hinter den Wolken. So, das ist unsere nächste Aufgabe. Wir sehen die ja leider nicht. Warte mal, ich muss nochmal. Das Heiligtum der Dämmerung liegt am nächsten, nordwestlich von hier. Nordwestlich, nordwestlich. Das ist dann das. Warte mal. Das Heiligtum der Dämmerung. Das schauen wir uns doch an. Das ist der nächste Punkt hier. Ui, 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 ui. Das ist ja... Das schafft man gar nicht, ne? Das ist bloß Wasser, ne? Ja. Ah. Och, Mist. Fliegen will gelernt sein, habe ich mal gehört. Oh, ich kann nicht drauf landen, hä? Oder stelle ich mich bloß so doof an? Ich glaube, letzteres. Hier ist aber nichts weiter. Okay, ich dachte, es wäre irgendwas. So, weiter in die Richtung. Da war die Brücke, da war dieses Extrateil. Zwielichtsee. Sind wir überhaupt noch richtig? Nordwestlich. Wir sollten zu einem Schrein. Ich tippe mal, das wird der da sein. Okay. Ah, schaut mal. Die gehen alle da... Halt, warte, die rennen dorthin. Oder? Tag und Nacht? Oder was bedeutet das? Was bedeutet das? Da oben ist was. Guck mal da, das leuchtet da so seltsam. Das ist doch ein Hinweis. Ja, das ist ein Hinweis. Ziemlich sicher bin ich da. Hey, schaut mal. Ich habe noch nie so viel Wasser gesehen. Sag ich doch, das ist ein Hinweis. Vielleicht sollte ich einfach mal...
cool. Aber das klärt noch nicht, wo wir letztendlich hin müssen. Halt! Ich seh's, ich seh's. Oh. Ah nee, das war ja das Ding, wo wir gestartet sind, ne? Da ist nichts. Können wir mit den Tieren sprechen? Ich glaube nicht. Wir können aber draufstehen. Ah, warte mal. Hier. Dieser selbsternannte Gott geht zu weit. Ich hoffe, er überschätzt sich gewaltig. Okay. Tja, das ist der nächste Ort unserer Pilgerreise. Aber wo müssen wir... Wo müssen wir hin? Halt! Wir müssen die Geister hier, denke ich mal, sukzessive besuchen. Huch, das war jetzt zu tief. Sieht wie ein alter Lagerplatz aus, ob es da noch etwas Interessantes gibt. Wo denn? Wo? Wo ist hier ein alter Lagerplatz? Da unten ist noch was. Der Fluss, er ist fort. Ist der Fischgeist in Sicherheit? Das ist eine gute Frage, ob der in Sicherheit ist. So, und wo ist das alte Lager? Hier haben wir Blumen, aber nicht das, was ich denke, dass wir hier finden sollten. Bam, 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 bam. Hier ist das alte Lager. Guck mal. Ich bin Johal von den südlichen Inseln. Dies ist die dritte und letzte Aufzeichnung meiner Reisen ins Land der Götter. Kurz vor meiner Rückkehr begegnete ich dem Fuchs. Er saß mitten auf der Straße und schien über irgendetwas still in sich hineinzulachen. Verärgert sprach ich zu ihm: Mein Volk stirbt, warum geschieht all dies? Sein Lächeln wirkte traurig. Die Innere rief nach der äußeren Dunkelheit. Heile dein Volk, um auch dich selbst zu heilen. Dieser Weg ist nicht dir bestimmt, Johal. Ich war sprachlos und schaute ihm nach, als er ging. Später wurde mir klar, dass er recht hatte. Dies war nicht allein meine Aufgabe, sondern die meines gesamten Volkes. Als ich den Zwielichtsee passierte, traf ich zum ersten Mal auf Kara. Sie zeigte mir das Heiligtum der Dämmerung und bat mich, alle dort zu versammeln. Dies ist unsere lange ersehnte Zuflucht. Ich werde nach Hause zurückkehren und mein Volk hierhin führen. Ich werde mein einzigen Kind, Rhea, Hoffnung bringen. Okay, das heißt, da geht's hin. Aber, warte mal, jetzt sind hier aber mehr, ne? Kann es sein? Sind das jetzt mehr Personen? Nein, ne? Oh, warte mal, lesen. Die Hoffnung unseres Volkes wurde durch ihre Worte und die Zuflucht, die sie uns gewährte, aufs Neue geweckt. Tiergeister halfen mir, den Eingang hinter durch Sonne und Mond markierten fallenden Welten im nahen Nordosten zu verbergen. Im nahen Nordosten. Was? Den hinter durch Sonne und Mond markierten fallenden Wellen. Im nahen Nordosten. Das heißt...
Warte mal, was ist das da drüben? Und runter. Nein! So weit nicht. Zurück, 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 zurück. Wo ist das? Wo ist das? Wo war das eben? Oh mein Gott, wo war das? Da hinten. Oh Mann. Da muss er hin. Genau dahin. Ich glaube nicht, dass sie noch mächtig genug sind. Mein Bruder blieb, den Leuchtturm zu bewachen, und ich folgte ihm freiwillig. Ich beschütze das Land und seine Tiere, obwohl ich nicht verstehe, warum die Priesterin uns diese Pflicht auftrug. Schlafen die Götter wirklich in diesem Land und wir sollen sie beschützen? Aber weshalb schlafen sie? Können Götter schlafen? Ich halte das alles für ein Märchen. Die Götter sind schon lange fort. Nun gehört das Land den Geistern und Tieren, jedoch bleiben Namen länger im Gedächtnis als die Erinnerung an ein Gesicht. Aha. Die Frage ist... Nee. Die Frage ist... Ach, warte mal. Ist das vielleicht der Turm damit gemeint, dass die uns immer einen Schritt nach dem anderen... Guck mal, da ist nämlich auch Wasserfall. Seht ihr das? Windsangfälle. Das würde wahrscheinlich auch das erklären. So, hier unten sind welche. Dort oben, wir werden sie in diesem Turm zur Ruhe betten. Okay. Ich bin Rhea, Johalds Tochter. Ich suchte nach seinen Worten, um zu verstehen, was ihm auf seinen Reisen geschah. Die Bürde meines Vaters war groß, obwohl wir eine neue Heimat fanden. War er nie wieder derselbe. Es gibt Hoffnung und im Frühling wurden mehr Kinder geboren als noch zuvor. Wir werden uns erholen, aber er sorgte sich um die Dinge, die dann noch kommen werden. Ich glaube, die Krankheit der schwarzen Steine, die mein Vater erfand, bereitete ihm große Angst. Jedoch wurde sie bisher nur ein- oder zweimal beobachtet. Die Inseln, die wir nun Beheimat nennen, sind sicher. Bald wird auch Kara ein Kind gebären und das Lachen ist in unsere Herzen zurückgekehrt. Okay. Ach. Ist sogar zu. Da unten ist auch noch was. Guck mal. Oder? Ne, das sind Blumen. Das sind Blumen. Ich habe mich irritieren lassen. Da, bam, ba, bam. Warte mal. Sonne und Mond. Sonne und Mond. Das ist doch... Warte mal. Wir gehen einmal kurz darüber. Hui! Was ist das? Das ist der Gott des Fisches, hä? Ich muss das nach und nach aktivieren. Warte mal, das ist der eine Teil. Guck mal, da hinten, glaube ich. Das ist der andere Teil und wir machen damit das Schloss auf. Ah. Cool. Sehr, 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 sehr schön. Was sagt das Zeichen da aus? Wellen? Wir schauen einfach mal ganz kurz rein. Aber nur ganz kurz. Hm.
Er lädt. Er lädt sehr lange. Oh, schön. Entdeckt das das Gewölbe. Schön sieht's hier aus. Ich glaube, was? Warte mal, da gibt's doch bestimmt irgendwo einen Hinweis für dieses Rätsel. Und zwar Sonne und dieser Mond. Ich glaube, das muss ich drehen. Wartet mal. So, das muss ich so drehen. Das ist nämlich der Mond. Hier kann ich nicht fliegen. Aha. Und das hier muss ich zur Sonne drehen. Tada. Was kommt da? Okay. Wir haben einen Schlüssel. Die Frage ist, was machen wir mit dem Schlüssel? Und wo machen wir das mit dem Schlüssel? Ich glaube, das wird noch eine längere Reise, wo wir genau diese Fragen nach und nach beantworten werden. Für mich jedenfalls ist hier an der Stelle Schluss, wollte ich fast sagen. Hallo? Hallo, kleine Wanderin. Du hast dir Zeit gelassen. Bist du vielleicht vom Weg abgekommen? Oder musstest du auf den Langsamen warten? Ich glaube, sein Name ist Medwin. Langsam wie nie ein Wandler vor ihm, aber clever. Intelligent. Weißt du denn, worüber du da gestolpert bist? Du trägst Licht und Schlüssel, um dich ins Zwielicht zu führen. Dämmerung und Morgenröte zugleich, will ich meinen. Südwestlich von hier gibt es einen Tempel in Gestalt der untergehenden Sonne. Dort wirst du mehr Antworten finden. Nun geh schon, Vogel, schneller als Medwin. In der Tiefe erwarten dich Geheimnisse. Suche Rat bei den Schlummernden. Okay. Südwestlich. Es wäre schön, wenn man jetzt noch so eine Info hätte, wo man hin muss. Aber ich glaube, wenn man immer wieder zentrale den Leuchtturm nimmt und dort mit den Leuten spricht, also die bisher die einzigen Leute, die wir auch gefunden und gesehen haben, wird man die Info bekommen, wo man hin soll. Südwestlich von hier. Südwestlich. Es ist da. Da ist dein Schrein. Das ist der, mit dem wir das hier aufgeschlossen haben. In Form der Sonne. Das stimmt auch. Aber hier werden wir bestimmt nichts weiter machen können. Nee, oder war es nicht sogar ein Tempel? Da ist noch was.
Moment. Jetzt wollte ich doch eigentlich die Aufnahme beenden. Eigentlich. Aber jetzt werde ich schon wieder getrieben, hier weiter eine Antwort zu suchen. Ich muss mich echt dazu zwingen. Aber wo ist denn dieser Tempel? Südwestlich von hier. Bleibt doch noch nur das hier. Nun gut, ich glaube, das mache ich dann ein anderes Mal, um herauszufinden, wo ich eigentlich hin muss. Warte mal. Das kennen wir doch irgendwo. Aber das wird nicht das sein, was ich denke, was es ist. Das ist nur, dass wir da in die Richtung getrieben werden. Uiuiuiui. Oder? Das wird es auch nicht sein. Wobei er leuchtet gerade. Guckt mal. Heißt es leuchten nicht, dass da gerade irgendwie was zu machen ist? Ja! Ich glaube, ja, guck mal, hier ist was mit Schloss. Tempel öffnen. Ach, ey. Wow. Mein Fehler. Na. Da wollte ich doch noch gar nicht rein. Ich wollte doch bloß ein Stück reinspringen. Und eigentlich wollte ich die Aufnahme schon längst unterbrechen, beziehungsweise beenden. Oh. Aber das werde ich trotzdem jetzt gleich machen, obwohl ich bestimmt gleich wieder abgelenkt werde. Oh. Das Schönste und Wichtigste ist, das Spiel ist gespeichert. Ja, das soll es für ein Angespielt hier an der Stelle gewesen sein. Danke, danke, danke fürs Zusehen. Und ja, vielleicht ist das Spiel ja etwas für euch. So für das Ruhige zwischendurch, weil man hier einfach ein bisschen knobeln. Also nicht, also bis jetzt ist jetzt nicht gehirnzermartern, aber ein bisschen tüfteln, knobeln sollte. Und sich an ja, der Musik und an der Bewegung, an der Art und Weise der Fortbewegung und das Erkunden erfreut in diesem Spiel. Vielen Dank fürs Zusehen und ja, bis dahin, euer Firefox.